FIFA-Points im Wert von 50 Euro werden heute rausgeballert. Let's go! Und damit ein herzliches Willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Pack Opening. Wir ziehen heute Packs für 4900 FIFA-Points. Ich hoffe einfach mal, dass wir da was Gutes ziehen. Und im ersten Pack haben wir leider keinen Leinwandspieler, aber eine seltene Karte. Vielleicht ist es ja was halbwegs Gutes. Ja, das ist immerhin Pereira. Pereira von Watford. Der könnte vielleicht ein paar Coins wert sein. Und falls ihr mehr Pack-Openings sehen wollt und so, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Und dann gehen wir hier auf den Preisvergleich und sehen, der Typ kostet einfach mal 5000 Münzen. Oh, Leinwandspieler. Come on, bitte. Bitte, bitte, bitte. Spanien. Vitolo. Oh mein Gott, wie viel Pech kann man haben? Das ist mit der schlechteste Leinwandspieler, den es überhaupt gibt. Vitolo ist wahrscheinlich überhaupt nichts wert. Ja, immerhin 1,5k oder so, aber... Oh, da haben wir jetzt leider ein bisschen Pech gehabt. Oh, Leinwandspieler, Leinwandspieler, Leinwandspieler. Komm, bitte. Oh, das könnte Eriksen sein. Schmeichel, immerhin. Ja, Schmeichel. I'll take that. Schmeichel 83er Rating, aber es hätte Eriksen sein können. Oh mein Gott, der wäre richtig, richtig viel wert gewesen. Schade, schade, schade. Aber immerhin Schmeichel. Der kostet, wow, der kostet 7000 Münzen. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte nicht, dass der so viel wert ist. 7000 Münzen für Schmeichel, das ist richtig, richtig nice. Und ich werde wahrscheinlich nur ein paar FIFA-Points noch ziehen. Also ich werde nicht ganz runterziehen. Ich werde mit circa 500 oder 300 oder so überlassen, damit ich dann auch noch das ein oder andere Draft spielen kann. Oh, Leinwandspieler schon wieder, Alter. Der dritte mittlerweile. Komm, Spanien wieder. Rechtsverteidiger Juanfran. Jo, 83er Rating Juanfran. Ja, weiß ich nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht. Iheanacho haben wir auch noch im Pack. Ja, der kostet halt nichts. Der kostet 1500 Münzen. Und Iheanacho kostet, ja, auch nochmal so, ja, 1200 circa. Und eine seltene Fitnesskarte. Ja, mit dem Pack kann ich auf jeden Fall leben. Seltener Spieler ist da. Pack Lacroute ist auch da. Boah, nein, es hätte Jesus sein können von Man City. Der wäre richtig was wert gewesen. Boah, und 3000 Münzen in diesem Pack, das nehme ich auf jeden Fall mit. Komm, nächstes Pack. Komm, 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 komm. Dele Alli war auf dem Cover. Und, ja, es ist immerhin ein Seltener. Es ist immerhin ein Seltener. Komm. Nein, schon wieder der Troll. Boah, und der Typ hat so geile Werte, hat aber nur 2 Sterne Skills. Alter, es hätte Jesus sein können. Schon wieder. Der hat, 3 Sterne Skills hat er sogar bekommen, aber, ja, wobei, dann ist er ja gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ich dachte, der hat 2 Sterne Skills, hat aber wirklich 3 Sterne, 1,87 groß und richtig geile Werte. Der kommt auf jeden Fall in den Verein. Vielleicht bringt es ja was, wenn ich jetzt den Pack Lacroute hier mal so aufsetze, ja. Leute, das wird funktionieren. Passt auf jetzt. Passt auf, wenn ich jetzt sowas Gutes ziehe. Ey, das ist richtiger Balance-Shit. Wenn ich jetzt sowas Gutes ziehe, dann bin ich der absolute King. Ja, bin ich nicht. Alles klar. Selten kommen. Oh, Wendell. Ja, aber der umgedrehte Pack Lacroute hat auf jeden Fall nicht wirklich viel Glück gebracht. Ich schaue mal kurz nach, was Wendell wert ist, aber der wird jetzt nicht wirklich was wert sein. Ja, 1000 Münzen. Ja, immerhin 2000 Münzen, okay. Brasilien, Stürmer, komm. Nein, das gibt's nicht, Alter. Wenn das Jesus ist, wenn da Man City kommt. Das sind so viele Coins. Wir haben das Glück nicht. Wir haben das Glück nicht. Ich weiß nicht, was der kostet. Der wird nicht viel kosten, ja. Der hat richtig, richtig lowes Tempo. Mama mia, wenn da einfach nur Man City kommen würde, dann wären wir absolut zufrieden. Yo, Leinwandspieler, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wie ich das geöffnet habe, Alter. Ich dachte, ich mache einfach mal ein Kopfpack und es ist wieder... Nein, es ist Carvajal, es ist Carvajal. Das Kopfpack, nennen wir es jetzt einfach mal. Das Kopfpack hat Glück gebracht. Carvajal, nice, 84er von Real Madrid. Ich dachte, es ist wieder Juanfran, aber es ist zum Glück Carvajal. Komm, der kann schon was wert sein, der kann schon was wert sein, jawohl. 10.000 Münzen, bar auf die Hand. Yes, yes, yes. Oh, nächster Leinwandspieler. Back-to-back Leinwandspieler, komm. Argentinien, ZDM Biglia. Ja, I'll take that, I'll take that. 83er Rating, Biglia.
Komm, vielleicht ist der auch nochmal so 2.000-3.000 Münzen wert. Wir schauen einfach mal. Ja, 2.000 Münzen, perfekt. Nehme ich auf jeden Fall mit. Wir werden jetzt noch genau zwei Packs öffnen. Den Rest sparen wir uns auf für ein Food Draft. Ja, denn ich will jetzt nicht unbedingt 15.000 Münzen für einen Draft ausgeben und im Stream oder so ein schönes Draft zu zocken, ist auch immer ganz nice. Hier haben wir Masuaku. Der ist richtig was wert, Alter. 86er Tempo Linksverteidiger aus der Premier League. Ist richtig, richtig overpowered. Wir schauen einfach mal rein. Der hat nur ein 75er Rating, kostet aber, okay, 1.500 Münzen. Der hat vor ein paar Tagen noch mehr gekostet, glaube ich. Letztes Pack mit Dele Alli auf dem Cover. Und wir machen nochmal dieses Kopfpack. Ja, es hat vorhin Glück gebracht. Vielleicht bringt es ja nochmal Glück. What the fuck? So, jetzt haben wir es geöffnet. Ein Kopfpack ist echt alles andere als einfach, muss ich sagen. Es ist kein Walkout, aber eine seltene Karte. Komm. Und es ist... das ist Pogba. Doch, der ist was wert. Der ist was wert. Den braucht man nämlich für irgendeine SBC, glaube ich. Den braucht man für irgendeine SBC. Ich schaue einfach mal nach. Ich glaube, der ist so 2.000 Münzen wert. Jawohl. Ja, 1.500 noch. Der ist noch 1.500 Münzen wert. Also gar nicht mal so schlecht. Ja, in den Titel kann ich jetzt natürlich schreiben, wir haben Pogba gezogen. Alles klar. Natürlich mache ich das nicht. So, Leute, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und falls du neu auf meinem Kanal bist, kannst du gerne auch ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.